Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MLS 22 auf der nordfriesischen Marsch 4-fach. Einen wunderschönen guten Morgen, grüß euch. So, wir müssen da mal, wir sind mitten in der Ernte, müssen aber trotzdem mal ganz fix hier Mineraldünger auffüllen in der Saatgutproduktion, weil das ist die einzige Produktion, die aktuell nicht arbeitet. Und das ist schade, aber es hat seinen Sinn, warum das so ist, wie es ist, weil ich habe das umgestellt, weil ich die Mineraldünger aufs Feld werfen wollte und nicht einfach nur die Produktion voll machen will. Aber wir schauen mal in die Saatgutherstellung. Das müsste jetzt wieder laufen. Ja, läuft wieder. Blau, alles gut. Dann parken wir den mal hier hin. Der müsste hier niemanden stören. Dann haben wir in der letzten Folge gestern gesehen, da oben haben wir einen kleinen Machtkampf, der sich aber aufgelöst hat. Weil der JCB und der New Holland, glaube ich, haben so ein bisschen, sind so ein bisschen Rivalen, wenn ihr das so wollt. Hat sich geklärt. So. Zur gewohnten Position zurück. Was ich auch gesehen habe, es ist ein bisschen entspannter. Es läuft gut, wirklich gut. Von dem her können wir uns auch ein bisschen rantasten und vielleicht die ein oder andere Arbeit auch sonst machen. 46 Düngen. Wo habe ich denn mein Düngerstreuergerät? Den müssen wir jetzt suchen. Da ist er. Hast du noch was? Du hast noch was drin. Sehr gut. Du fährst mir auf die 46, mein Freund. Und da können wir parallel auch ein bisschen arbeiten. Nichts Aufwendiges, so Kleinigkeiten, sage ich mal vorsichtig. Weil ich einfach noch nicht die Zeit habe, da jetzt voll anzugreifen. Mit Missionen, weil wir einfach noch das große Feld machen müssen. Hier oben. Feldposition ist hier. Dann machen wir mal eine Kursgenerator. Machen wir mal. Nee, ich wollte eine Generation sagen, aber das wäre wieder eine ganz andere Bedeutung. So, lass mal den mal machen. Dann schickt man den gleich automatisch mit Autodrive hin. Lassen Autodrive dann auf Cursible übernehmen. Dann läuft das. TP. Los geht die wilde Fahrt. So, und dann ist das, können wir das eigentlich imaginär in unserem Kopf schon abschließen. Ich habe gesehen, es sind wieder viele, viele Sachen da. Grubern. Oh, Grubern ist sehr, sehr gut. Das können wir gleich mitnehmen. Ich habe hier auch noch Ernten. Boah, das ist schon sehr schmackhaft, ne? Könnte man auch drüber nachdenken. Die 63 muss gegrubbert werden. Da werden wir uns jetzt gleich schlau machen, weil ich habe bestimmt einen oder anderen Grubber hier vorne stehen. Hatte ich. Der war doch hier irgendwo. Habe ich den wieder woanders hingestellt? Warte, warte, ich kenne mich. Ich kenne mich. Bin der Meister des Umstellens. Da ist er. 63. Der war noch in der Parkposition. Das ist das Problem. So. Dann suchen wir uns die 63. Die ist hier unten. Feldposition. Jo. Und generieren, bitteschön. So, das passt. Fährst du mir hin? Wir können den ersten Wegpunkt nehmen. Absolut in Ordnung. Los geht die wilde Fahrt. Sprit braucht er nicht. Oder noch nicht. Ich spring mal kurz rüber. Können wir den mal einpacken? Der muss auch getankt werden. Ne? Dann einfach so ein paar Arbeiten wieder erledigen. Und ja, natürlich. Ja, ihr habt recht. Links oben sind ein paar Sachen, die fehlen. Da können wir uns jetzt beiläufig drum kümmern. Weil ich glaube, das läuft erstmal da oben. Aber ich werde immer wieder hinschauen und mal gucken, wie es ist und so weiter und so fort. Habe erst in der letzten Folge gesagt, dass wir da einfach ein bisschen Obacht geben müssen. Ein bisschen Obacht geben, würde die beiden jetzt sagen, glaube ich. Aber so prinzipiell, wenn ich so mal ein bisschen drüber gucke, ne? Dann läuft, läuft. Hier steht einer, müssen wir mal hochgucken. Aber ich habe kurz eine Minute, um mal den Schwader aufzuräumen als Beispiel, ne? Voll, 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 voll. Ah, der Teleskoplader steht planmäßig nicht hier eigentlich, ne? Der gehört eigentlich nicht hierhin. Das ist mein Schwaderplatz. Unter anderem. Ah, der muss auch mal in die Werkstatt, ne? Komm, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Weil der hat schon lange keine Liebe mehr bekommen. Der hat erst 17 Betriebsstunden. Der ist schon wirklich lange im Hof, der gute JCB. Aber der hat einfach noch, ne? Zu wenig Liebe gesehen, hätte ich fast gesagt. Okay. Dann lassen wir den mal hier so stehen. Läuft. Ja, ja, ja. Was? Hier mal luschern, ne? Nee. Hier müssen wir hin. Der Fan steht oben. Ist der Fan oben, wird man nicht loben. Okay, lass mal das. So, den nächsten Fan schieben wir mal an hier, weil dann haben wir... Uah. Muss ein bisschen raus. Oh, das war ein bisschen sehr doll. Das wollte ich so gar nicht. Entschuldigung. Der fährt da weiter. Was machst du da oben? Mäuschen?
Motorschaden, Sprit aus, Kaffeepause oder doch Toilette? Was ist es? Mir kannst du sagen. Bin da. Du fährst noch zurück, sehe ich. Das ist richtig cool, aber brauchst du gar nicht. Du kannst einfach ablassen, weil das ist okay. Es ist in Ordnung. Aber wie es sich hier hochkämpft, ne? Das ist schon geil. Und dann sind wir wieder hier oben angekommen. So, Mäuschen. Was ist dein Job? Ah, du fährst nach hinten, okay. Lass mal nicht machen. Also machst du gut, da gibt es überhaupt keine Diskussion, aber das reicht. Vollkommen ausreichend, was du da machst. Solange stehen bleiben, bis nichts mehr rausgeht, dann ein Stückchen vorfahren. Solange stehen bleiben, bis nichts mehr rausgeht, ein Stückchen vorfahren. Sieht doch viel zu selten im 1050er hier, ne? So, haben wir. Wie viel haben wir mittlerweile? 74%, 3,56 Millionen Liter haben wir schon wieder drin. Sehr schön. Weiter geht die Wille fort. Da kommt der LKW. Wie gesagt, zwei Missionen laufen jetzt. Feld 63 Grubern, Feld 4 und Feld 46 Düngen. Da werden wir dann gleich im Laufe der Folge Ergebnisse sehen. Im Sinne von, die Prozente werden etwas hochtickern. Weil, glaube ich, läuft ja doch ganz gut, ne? So, wohin? Oh, der LKW will hier hin. Das trifft sich sehr, sehr gut. Da mache ich schon mal ein bisschen Platz. Damit er sich nicht gestört fühlt hier. Dann fahre ich schon mal auf die andere Seite hoch und mache oben so ein bisschen gerade. So, hier müssen wir so ein bisschen... Hier haben wir ein anderes Niveau, ne? Anderes Höhenniveau. Das müssen wir so ein bisschen angleichen hier. Du kannst auch mit dem Ding so ein bisschen schieben. Das geht tatsächlich auch. So, renn in die letzte Ecke hier. Das muss alles aufgefüllt werden. So, das ist eigentlich schon fein, wie er es macht, ne? Also er muss nicht zwangsläufig hier hoch. Das verlange ich gar nicht. Er versucht trotzdem. So, jetzt macht er auf. Das passt. So, dann machen wir hier nochmal das Gäbelchen runter. Und dann schieben wir das Ganze noch ein bisschen nach hinten, damit wir wirklich hinten voll starten können. So, da Löchen. Er kippt hier hin. Sehr gut. Das hast du fein gemacht. Uah, nicht ins Loch. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen mit. Oh, das sieht aber gut aus da hinten in der Ecke, ne? Ecke hat er schön gemacht, der Werner, da. Ich glaube, das ist unser höchstes Niveau hier hinten. Viel mehr ist nicht drin. Tippitoppi. So, LKW lässt gerade noch runter und dann wird er auch wieder abdüsen. Sieht immer nur so halb voll aus, ne? Wenn man so mal die Gabel anguckt. Aber es sind halt wirklich 100% 8009 Liter. Boah, kurzer Leck gehört immer wieder dazu. Und wir sehen oben, liebe Leute, bei den aktiven Verträgen sehen wir 5% bei der Düngung. Das heißt, da bewegt sich was. Und 1% auch beim Grubbern. Auch da läuft's. Machen wir uns wieder so eine kleine Öffnung, damit wir uns wieder beschweren können, dass hier ein Loch ist. Sehr gut. Er hat aber auch nicht so viel Platz, ne? Ich habe auch schon tatsächlich überlegt, ob wir uns runtergekullert, ob wir uns so eine große Schaufel holen sollen. Ich glaube, ich werde die Schaufel holen. Ja, aber erst später. Glaube ich mal, wir machen das erst später. Also prinzipiell, es läuft ja. Ich kann mich ja nicht beschweren. Hier links würde man nochmal ein bisschen was brauchen. Oh, jetzt wird es sich auch ein bisschen schwieriger hier. Was ist passiert? Ah, da kommt noch einer so. Okay, ja dann immer rein damit. Wir haben hier oben noch ein bisschen Platz. Ich
habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht reichen wird, der Silo. Vielleicht bin ich aber alleine damit, das weiß ich nicht, aber... Irgendwie kommt mir so ein Gefühl gerade hoch. Was da glaubt ihr? Haben wir alles hier Platz von dem großen Feld oben oder glaubt ihr, müssen wir noch ein Silo aufmachen? Ist eine gute Frage. Aber ich glaube, ich nehme da gar nichts mehr weg. Weil die bauen das jetzt richtig gut auf nach vorne hin, ne? Gut, ich meine, das wird eine richtig schöne Linie. Ja, das passt. Das ist okay. Kommen wir hier hoch? Ja. Also das müsste meines Erachtens der höchste Punkt hier sein. Er müsste. So, dann bleiben wir mal hier stehen. Läuft denn alles soweit? Immer wieder der prüfende Blick. Läuft alles? Können wir damit arbeiten? Alles tippitoppi? Eine leichte Warteschlange, aber das ist okay. Wir werden es jetzt einfach mal... lohnt es sich jetzt da einen rauszunehmen und einfach sagen, nö? Natürlich auch einen manuell abladen, ne? Das wäre auch nicht das Problem. So, das läuft. Da ist also ein bisschen die Reihenfolge gestört, was ich eigentlich auch nie möchte. So, da kommt der nächste. Okay. Wir werden natürlich wieder einiges produziert haben. Das heißt, wir werden mit dem Mercedes, werden wir da ein bisschen rumflitzen müssen. Weil wir werden wieder ein paar Produkte haben. Wir haben momentan September. Lass uns mal kurz luschern. Ich glaube nicht, dass wir im September was verkaufen müssen. Bester Monat, das ist die Spalte, die wir schauen. September. Wasser, das können wir uns ersparen. Das glaube ich, hatten wir schon mal das Thema. Im März rattert das richtig, ne? Nee. Zumal auch, wenn der Monat gerade aktuell ist, glaube ich, das grün hinterlegt ist, ne? Ja. Da fällt der nächste weg und wir haben keinen Abfahrer mehr. Doch, da kommt einer. Der LKW. Ja, so ein kleiner Stau produziert jetzt hier die Wartezeiten, ne? Wir nehmen uns den jetzt einfach mal hier. Komm. Da tun wir nicht lang rum, wir nehmen uns den jetzt einfach und schieben den mal selber nach oben. Das zeigt vielleicht noch Leute, dass ich das gar nicht kann, weißt du? Also, wo kommen wir denn da hin? Oh, wie der Volvo da oben geil aussieht, ne? Liebe ich ja. So, der Kollege fährt hier hin. Ich würde gerne an der von hier gesehen linken Seite weitermachen. Ich habe jetzt ein Video gesehen von einem Real-Life-Landwirt. Die haben da so eine... Gibt es ja auch nicht im MLS, ne? Die müssen ja so eine Folie hier rauf geben an die Seite. Und die haben mit einem Futtermischwagen, fand ich richtig cool. Die haben die erste Ladung, Häckselgut praktisch, haben die in Futtermischer gepackt und haben die Folie hier mit dem Futtermischer, die haben das so an der Seite rausgeworfen, dass es auf die Wandseite geht und haben damit die Folie befestigt. Fand ich richtig geil. Richtig cool. So, damit haben wir abgeladen. Und damit können wir auch wieder raus. Damit kommen auch wieder zwei Abfahrer auf das Feld. So, dann knallen wir uns hier wieder rauf. Kommen runter von unserem Thron. So, er hat hier abgeladen, okay. Dann nehmen wir uns mal hier ein bisschen weg, hätte ich gesagt. So. Ab nach hinten die Ecke weiter aufbauen. Ich habe auch überlegt, ob ich mir so ein riesengroßes Förderband holen soll und einfach vorne abladen soll und dann einfach mit dem Förderband nach links und rechts schwenken und links und rechts schwenken. Ich es auch irgendwie geil finden würde, ne? Aber das muss auch können, glaube ich. Ansonsten zieht das hier auch nach Häufchenbildung, sonst gar nichts. Ich überlege mir nochmal. Vielleicht nehmen wir bis zum nächsten Mal noch die große Schaufel. Vielleicht kaufe ich mir die wirklich schon. Ich werde sie so oder so kaufen, ne? Da besteht sowieso keine Diskussion, aber vielleicht kaufe ich mir die schon. Da können wir mit der ein bisschen besser hin und her manövrieren.
Der kommt mit, ey. Das sehe ich doch. Das sehe ich doch. Der will. Also er ist ein 1050er vorne dran, ne? Er könnte, wenn er will, kann er schieben. Und das nicht zu knapp. Ja, der schiebt. Der schiebt. Gut, liebe Leute, wir sind schon wieder fertig für heute. Ich danke fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne auch ein Abo da, wenn ihr wollt. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Ciao, ciao.